Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zur neuen Folge Ark Comes Alive. Es ist schon wieder soweit. Ark Comes Alive. Ich hatte irgendwie Lust drauf und ich war mir ziemlich sicher, dass alle meine Dinos weg sind, weil das in einem Update stand, dass irgendwie alle Dinos gewiped werden sollen und man dann so ziemlich wieder von neu anfangen muss und dass das nie wieder vorkommen wird, so in der Richtung. Und deshalb habe ich mich lange gar nicht auf den Server getraut und jetzt bin ich auf den Server gegangen und alles war noch da. Das hat mich sehr gewundert und guckt euch meine Rüstung an. Sehe ich nicht sexy aus? Ich finde, ich sehe sehr sexy aus. Das ist nämlich auch im neuen Update, dass man jetzt seine Rüstung einfärben kann. Und da dachte ich, das mache ich gleich mal. Und ich finde, ich sehe schick aus. Auf jeden Fall hat sich hier echt vieles getan, aber vieles ist auch sehr, sehr buggy, weil irgendwie so ein halbes Update gerade nur draußen ist und das in einer halben Woche oder so gefixt werden soll. Also der Rest, der noch fehlt. Deshalb ist jetzt im Moment auch die Boss-Arena weg und das Ding hier sieht komplett rot aus. Aber man kann hier wieder Bosse craften, was eigentlich mega cool ist. Da könnten wir unseren Boss-Vernichter wieder einsetzen dafür. Und beim Bionic-Mod hat sich auch einiges getan, was ich nicht mitbekommen habe, weil wir auf dem anderen Server Bionic nicht benutzen können. Aber es gibt einen Dodo-Wyvern. Bionic Dodo-Wyvern, und da fehlen nur schwarze Perlen. Und dann können wir ihn craften. Und den Tisch dann machen. Und dann craften. Und ich hoffe, dass der mega cool ist. Ich habe ihn noch nirgends gesehen, also ich habe mich noch nicht spoilern lassen. Und ja. Außerdem sind ziemlich viele Alphas dazugekommen. Ich glaube Alpha Petanodon und irgendwie sowas. Aber das gucken wir uns gleich einfach an, würde ich sagen. Ist er schon fertig? Ja, ist schon fertig. So, dann stellen wir uns mal nach unten. Und der... Oh nein, ich muss den Tisch ausmachen, sonst macht er hier die ganze Zeit so komisches Gebumme. Sei still. So. Und der Air Origin, der wurde ein bisschen verkleinert, wenn ich da jetzt hinkomme. Komme ich natürlich nicht. Verdammt. Okay, auf jeden Fall ist der kleiner und man kann irgendwie nicht so richtig was sehen, wenn man da drauf sitzt. So, jetzt zeige ich euch hier einen Trick, okay? Trickshot. Habt ihr das gesehen? Seht ihr das? Wenn man da so drauf sitzt, dann kann man nur gerade sowas sehen. Und das ist echt ein bisschen nervig. Also so, wenn man fliegt, geht's, aber so ist halt echt schon... Man sieht halt gar nicht, wo man ist. Das ist ein bisschen merkwürdig. Und von denen soll die Movement Speed gefixt worden sein. Was ich ein bisschen traurig finde, weil ich dachte, das wäre mit Absicht so, dass sie so schnell sind. Aber anscheinend nicht. Da will ich mich jetzt auch einmal draufsetzen. Oh, der ist aber immer noch fix. Der ist immer noch fix. Alles laggt. Oh Gott. Der ist zu schnell. Der ist zu schnell. Nein, nein, nein. Okay. Oder das ist bei dem Bestehenden nichts gefixt worden. Ich versuche jetzt irgendwie wieder zu landen. So, das hat schon mal geklappt. So, jetzt habe ich hier gleich drei Dodo-Wags stehen, aber das ist nicht schlimm. So. Standbild. Standbild. Spiel gecrashed. Bitte dich. Oder doch. Okay, ich denke, ich fliege gleich vom Server. Naja, ich komme gleich wieder, Leute. Eine halbe Stunde später bin ich dann auch mal wieder da und ich konnte mich einfach auf den Server nicht wieder einloggen, weil anscheinend dieser Bionic Dodo Wyvern hier irgendwie einen Crash verursacht hat. Und jedes Mal, wenn ich mich wieder eingeloggt habe, dann bin ich direkt wieder runtergeflogen. Und deshalb musste ich die ganzen Bionic Mod löschen. Und deshalb habe ich hier auch nichts mehr drin und meine ganzen Bionic Dinos sind weg und ich werde die wahrscheinlich wieder installieren, weil ich unbedingt die Golems und sowas wieder haben will, weil die halt echt stark sind. Aber den Dodo Wyvern werde ich wohl, denke ich, erstmal nicht nochmal craften. Würde zumindest Sinn machen, wenn ich das nicht nochmal mache. Ja, also mit ihm ist es wohl leider nichts geworden. Ich hatte mich da riesig drauf gefreut. Ich dachte echt, das wird mega geil, aber dann fliegen wir wohl mit dem Dodo Wyvern mit der komischen Kamera rum. Und wir sind gerade frisch eingeloggt. Und ich würde sagen, ich gucke, was ist das? Was machst du hier? Oh nein, mein Moser ist ja auch weg. Oh, wie traurig. Das ist einfach alles weg. Das ist echt ein bisschen kacke. Und ich würde sagen, ich fliege jetzt erstmal ein bisschen rum. Trauern bringt jetzt nichts. Und guck mal, was ich so Neues finde von dem Mod. Weil da sind ja doch ein paar Alphas dazugekommen. Dann würde ich sagen, bis gleich. Da hätte ich wohl keinen Cut setzen müssen, weil direkt vor der Base ist ein Alpha Petanodon. Der ist auch neu und der ist Level 308. Das ist jetzt nicht so super. Oh Gott, diese Kamera. Ich hoffe,
dass es gefixt ist, dass man die so tamen kann. Wenn nicht, dann habe ich heute eine lange Folge vor mir und vor allem eine lange Nacht, weil ich nehme das hier gerade in der Nacht auf, weil bei uns ist im Moment über Tag so viel los von der Familie her und alles. Und das ist alles ziemlich, da habe ich nicht so ganz viel Zeit im Moment und deshalb dachte ich, mache ich das mal und hier höre ich irgendwas. Was bist du nur? Mache ich das mal ein bisschen später, weil dann habe ich meine Ruhe. Und ich sehe ihn nicht mehr. Wo bist du hin, Peter Nolan? Oh, verdammt, den finde ich ja nie wieder. Dotter! Ja, setz dich hin. Nein! Bleib hier, okay? Okay, ich muss nur nachladen. Okay, gute Nacht. So. Ah, der hat schon mal eine DNA drin. Das ist schon mal nicht vielversprechend. Ist das bitte? Lege Nahrung zu füttern. Ich probiere nochmal was anderes. Nochmal Prime Medium Eat, weil eigentlich sollte das wieder geändert werden, habe ich mal gelesen. Aber ich habe das ungute Gefühl, dass das nicht geändert wurde. Jetzt muss ich ihn nur noch wiederfinden. Weil ich habe eine Orientierung wie so eine Bockwurst, das ist nicht normal. Also, wenn ich mich irgendwo verirre, ich finde nie zurück. Oh, Leute, wacht er schon fast wieder auf? Oder habe ich das falsch gesehen? Er wacht schon fast wieder auf. Dann nehme ich ihm einfach nur die DNA raus. Den kann man nämlich so nicht sehen. Schade. Dann müssten wir die nachher in diesen komischen DNA 2000 Dingern wohl machen. Aber ich würde sagen, ich gucke erstmal weiter und sammle erstmal weiter DNA von irgendwelchen Tieren. Welches Level bist du, Tabitha? 504. Ja, renn lieber. Du wärst nämlich ein möglicher Kandidat gewesen. Und wovon habe ich einen Eifer jetzt bekommen? So, ich mache hier erstmal weiter auf die Suche und dann komme ich wieder, wenn mir wieder was. Oh, hiervon. Ach so, ich habe die DNA rausgenommen und dann, wenn der aufwacht, stirbt er. Oh, okay. So, dann mache ich mal weiter auf die Suche und dann komme ich wieder, wenn ich irgendwas Neues, Cooles gefunden habe. Warum leckt das gerade so? Hallo, Querzahl. Ich will jetzt nicht behaupten, dass die Spawns ein bisschen gefickt sind. Ah, boah, was ist das da vorne? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Irgendein Tyrant, irgendwas. Aber auf jeden Fall spawnen hier 1, 2 Alpha-Spinos. Und ein paar Sarkos und sowas. Aber ich habe nichts dagegen, weil ich liebe Spinos. Ich liebe echt Spinos. Das waren früher schon immer meine Lieblingsdinos. Und 8x12er Poison-Spino. Oh, hier sind aber so viele. Kann ich hier irgendwie mir einen rauspicken? Welches Level bist du, Power Spino? Du siehst auch cool aus. Okay, das geht ja noch. Eigentlich möchte ich alles gerne haben, aber ich habe halt irgendwie nicht so richtig Bock auf dieses DNA-Ding, muss ich ehrlich sagen. Gibt es wohl Prime Spinos? Fragen über Fragen. So, du haust sie erstmal hin. Was? Ich habe nicht getroffen? Ich hab getroffen. So, du legst dich auch hin. Kann ich jetzt beruhigt dahin laufen, ohne gefressen zu werden? Ich glaube ja. Gib mir deine. Ja. Ihr wisst, was ich meine. So, du haust dich auch hin. Ich brauche nämlich eine Spino-DNA. Oh Gott, hier rennen so viele rum. Ich hab Angst. Ich hab echt Angst. Gib mir DNA. Komm, schnell. Danke. Oh, das war ein Treffer. Dann nehme ich den auch noch mit. Also die DNA. Oh Gott, was ist denn hier los? Ich schieße halt voll vorbei und treffe halt trotzdem Sachen. Oh Gott, zum Glück habe ich genug Trackdarts gemacht. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Ich glaube nicht, dass ich dazwischen will. Ah, den Spino da hinten will ich haben. Den nehme ich mir einfach als Deko mit, weil ich finde, der sieht echt nice aus. Ah, und 8x12, das geht schon fit. Was ist der hier? Nein. 588, dann bist du das. Oh, der sieht ja noch cooler aus. 616 nur. Oh Gott, ich räume hier mal ein bisschen auf. Kommt alle her, hier. Einmal und Umschlag, kommt her. Du auch. Oh, es gibt die jetzt einfach auch noch in verschiedenen. Das ist so cool. Weil Spinos, die haben mir irgendwie die ganze Zeit echt gefehlt.
Das ist ja schon 12, oder? Ja. Mann, nicht, hör auf. Nein. Nein, ich will dich. Oh, das ist so ein Frosch. Den will ich auch noch haben. Oh Gott, hör doch auf. Ich komme nicht aus dir raus. Und ich sehe nicht mal, wo ich bin. Ich bin doch eigentlich schon aus dir raus. Warum komme ich hier nicht weg? Oh, wo kommt der her? Fliegende Spinos. Alter, was ist hier? Was? Hä? Ich verstehe gar nichts mehr. Ich habe das Gefühl, hier ist leicht was verbuggt. Ich weiß nicht, wie ich auf die Idee komme, aber... Und es leckt gerade alles ein bisschen, weil ich so viel Fleisch kriege. Okay. Neuer Versuch. Nein. Nein. Doch. Nein. Oh Gott. Ich dachte, der rennt auf mich zu. So, der dürfte sich aber tamen lassen. Okay, ich hab noch Prime. Alter, hier ist ja richtig was los. So. Das ist jetzt schon mal was. Das ist unser erster Tame. Woo! Ich freue mich gerade echt, weil irgendwie geht heute alles schief. Immer wenn ich aufnehmen wollte, ging irgendwas schief. Ich nehme da gleich die DNA von dem Frosch die noch eben mit. Und dann... Oh nein, hier war auch noch irgendwas, was ich nachgucken wollte. Diese Riesenschlange. Du kommst klar, ne? Ah, du kommst über die Runden. Oh. Hallo, Mr. Spino. Der ziemlich schnell an mir vorbeigerannt ist. Oh, oh nein, ich habe meinen eigenen Spino ausgedockt. War Absicht. Oh nein, ich habe meinen eigenen Spino wieder ausgedockt. Das zweite Mal war Absicht. Oh. Was? Hä? Weiß der gerade, während er ausgenockt ist? Was zum Teufel passiert hier? Du stehst wieder auf. Alles klar mit dir? Und ich kann kein Dings greifen. Ich kann nicht auf Entfolgen machen. Warum? Ach so, jetzt ist sie wieder hier. Ich muss wieder 0-0 drücken und dann. Ja, wir kriegen's hin. Wir kriegen's hin, Leute. Und du darfst den ruhig essen eigentlich. Oh, der ist 840. Schade, dass man die nicht zähmen kann. So, was ist das denn? Ist das auch Gift? Anscheinend. So. Als ich diese Riesenschlange sehen habe, die habe ich bestimmt getötet auszusehen, so wie ich mich kenne. Ne, da ist eine. Alter, guckt euch das an. Was mir gerade einfällt, man kann Legendaries jetzt brüten. Das müssen wir auch unbedingt machen. Oh Gott, wie soll ich das denn? Hier ist so viel los. Ich hoffe einfach, hier kommt nicht so. Du legst dich hin. Und ich hoffe, dass ich die ausnocken kann. Kann man dich aus... Nein! Kann man nicht, kann man nicht. Oh Gott, ich bin in der drin. Lass mich raus. Schlange, lass mich raus, bitte. Ich schieße noch mal einen rein. Lass mich raus. Oh Gott, was ist denn das? Warum bin ich jetzt auf dem Sarko? So. Harter Kampf. Hast du irgendwas Spezielles an dir? Wow, Betäubungsfeile. Danke für gar nichts. Okay, anscheinend weiß ich nicht so richtig, was man damit soll. Ah, ich brauche noch einen Frosch. Eine Froschdienst, da muss ich mir auch noch mitnehmen. Hier ist richtig was los, Leute, ey. Richtig Action. Bitte bleibt da, ja. Kurz. Ich muss nur einmal einen Frosch ausnagen. Oh. Oh Mann, ich fühle mich hier echt alles andere als sicher. So. Einmal du. So. Gib mir... Oh, what? Okay, ich hatte alles unter Kontrolle, Leute. Alpha Frog DNA. Was ist jetzt schon wieder hinter mir her? Ich habe Angst, ich will weg. Ich würde sagen, ich... Oh Gott.
Das war ja gar nicht knapp. Übrigens haben die Zelda alle ein neues Symbol bekommen. Sieht eigentlich auch ganz cool aus. Ist cool gemacht. Arc Factory hat auch wieder ein Symbol. Also das soll jetzt gefixt worden. Aber irgendwie, ich glaube, hier sind einige Sachen nicht ganz so gefixt. Aber das ist nicht schlimm. Das, Alter, die sind da auch so halb im Boden. Keine Ahnung. Irgendwie ist das alles ein bisschen merkwürdig. So, ich gucke noch ein bisschen weiter. Und dann würde ich sagen, setzen wir uns dann an DNA 2000, falls ich nichts mehr finde. Bis gleich. Hey, da bin ich schon wieder. Und das ging relativ fix. Ich habe hier einen Alpha Allosaurus gefunden. Den werde ich mir auf jeden Fall auch mal vorknöpfen. Der ist schon Level 28. Und ich dachte, ich treffe eigentlich. Und ist das ein Prime? Das ist ein Prime, oder? Oder ist das ein Poison? Das ist ein Prime. Mama! Nein! Lass mich drauf, bitte! Oh, warum nicht? Aua, aua, nein, 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 nein. Warum spreche ich denn wieder ab? Das war Absicht. Nein! Oh, komm, mach was. Okay, bleibt doch so stehen. Ich gehe jetzt einfach hier drauf. Okay, ich gehe da nicht drauf. Oh Mann, warum kann ich einfach mal was einfach sein? Warum? Danke. Oh Gott. Gut, dass der keinen Schaden macht, zum Glück. Es ist so komisch, seinen Vogel nicht zu sehen. So, dann machen wir doch alles kalt. Ihr wollt es ja nicht anders. Ich dachte, ich kann es ja auf die nette Art und Weise machen. Da ist noch einer, oder? Ist das ein Rex? Ist das ein Kado? Wenn man nicht weiß, wo man ist, ist das echt schwierig. So. Jetzt aber. Und man wird da so von abgeworfen. Das ist irgendwie auch ein bisschen merkwürdig, dass man nicht drauf stehen bleibt. Ich habe ganz schön viel Schuss verbraucht, fällt mir gerade so auf. Hallo? Gute Nacht. So, dann nehme ich die auch mit. Und dann würde ich sagen, machen wir die so einer nach dem anderen. Aber ich will erst noch gucken. Vielleicht findet man ja noch irgendwas. Ich weiß jetzt echt nicht, was es noch gibt. Irgendwas fehlt noch, aber ich weiß nicht was. Mal gucken. Wir machen uns weiter auf die Suche. Ich habe doch was gefunden. Und das ist, ich habe selber noch nicht drauf geguckt, ein Alpha Indominus Rex. Wie krass ist das denn? Sowas habe ich noch nie gesehen. Und ich glaube, den wollen wir als erstes testen auf jeden Fall. Aber das muss ich den erstmal irgendwie down bekommen. Und hier rumrennen ist, glaube ich, nicht die beste Idee, aber. Oh, ich lasse ihn doch immer so weit oben stehen. Nee, da hinten. Ich höre überall Geräusche, das ist nicht schön. Okay, da hinten läuft so ein Riesendrachending. Wo ist der Rex denn? Da. Oh. Ich habe dich getroffen. Ach du Schande. Oh, ich bin gerade richtig angespannt. Warum läuft er auch so weit weg? Hab ich ihn? Komm schon. Das war ein Treffer. Oh, da oben. Als ob das kein Treffer war. Ja, jetzt habe ich ihn, jetzt habe ich ihn. Oh, irgendwie lädt er gerade nicht nach. Und mir ist das gerade. Jetzt weiß ich auch, warum es rumlaggt beim Abfarmen. Das liegt nämlich daran, dass die Farmingraten ja mal 2 gestellt wurden und ich deshalb hier auf dem Server doppelt so viel Farmen habe und deshalb kriege ich halt übel viel von allem, wenn ich irgendwas abbaue. Ich habe gerade irgendwas Heiles gesehen. Ich will einfach nur noch weg. Mama, ich will nach Hause. Da bin ich wieder in der Base angekommen. Heile, zum Glück, in einem Stück. So, und ich würde sagen, wir probieren das Ganze hier mal aus. Das habe ich ewig nicht gemacht. Also, der Festputter. Ja, okay, das ist doch genauso wie vorher anscheinend. Indominus Rex will ich auf jeden Fall machen. Und 1000 Filet und starten. Was? Wie cool ist das denn? Wie klein ist der denn? Vorher waren die doch so riesig. Oh, ist das süß. Ich muss nur daran denken, dass ich die ganze Zeit gleich E drücken muss. So, und hier einmal hin. Was ist denn das zweitattraktivste? Ich finde, Spino, muss ich ehrlich sagen. Ich bin sowieso so ein Spino-Fanatiker. Ist jetzt auch so. Oh, wie süß. Alpha Spino, ey. Da freue ich mich schon drauf.
Und jetzt darf ich hier erstmal eine halbe Ewigkeit stehen anscheinend. Und alle 10% wieder E drücken. Juhu, Alpha System ist ja so viel besser jetzt geworden. Ach du Scheiße, das dauert ja eine halbe Ewigkeit. Ich denke, da muss ich jetzt leider durch. Da würde ich sagen, da komme ich wieder, wenn das hier fertig ist. Das wird auf jeden Fall ordentlich dauern. Ich meine, dass das vorher auch schneller ging. Das hier ist echt ziemlich langsam. Naja, bis später, Leute. Leute, ich habe es fast durchgestanden. Ich bin jetzt fast durch und die sind schon ziemlich groß. Wie viel Prozent habe ich? 97. Kann man eigentlich sehen, welches Level die sind? 252, das ist ziemlich gar nicht mal so gut. Und du? Echt jetzt? Ich sitze hier einfach eine halbe Stunde, damit ich Level 56er davon bekomme. 56er? Oh Mann, du bist ja richtig Durchfall. Oh. Wo willst du denn hin? Okay. Also du bist zwar Kacke, aber musst du. Oh, aber schnell bist du. Oh nein, sag mir jetzt nicht, du lässt mich hier nicht mehr raus. Doch, okay. So, was ist mit dir? Kommst du auch gleich raus? Hallo? Ja. Er steht einfach da oben drauf und er ist hier unten drunter. So, kommt ihr mit? Sag mir nicht, du kommst echt drunter weg. Sag mir nicht, du kommst da. Ah, doch, okay. Also der ist übel schnell irgendwie. Den müssen wir gleich mal ausprobieren, hoffentlich. Oh Gott, was macht die denn? Komm doch einfach her. Oh nein, 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 nein. Los, 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 du doch. Oh nein, das ist jetzt schon im Kampf. Der macht mal ein bisschen Schaden. So, du folgst nicht mehr. Du folgst immer noch. So, du bleibst hier. Und ich muss jetzt erstmal zwei Seiten machen. Ich hoffe, ich habe alles da. Aber ich denke nicht. Easy. So, die macht man hier, oder? Ja. Ich weiß. Oh, ich habe nichts da anscheinend. Spido. Fasern und Perlen, okay. Das sollten wir hinkriegen. Zack. Fasern. Ah, da haben wir ein paar Pull. Perlen. Silizium Perlen heißen die da. Haben wir auch ein paar Pull. Brauche ich noch irgendwas? Für den anderen Seil. Spino. Spino. So. Und Rex Indominus. Den kann ich auch so machen. Oh, ich habe natürlich den letzten Schrott Indominus bekommen. Ah, das ist zufälliges Level, es ist halt auch irgendwie nicht gut geplant, oder? Oder sehen wir euch das so? Weil das kann halt sein, dass man mega Unglück hat und einfach die ganze Zeit nur Level 50er bekommt und dann hat man die hier alle rumstehen, wie blöd. Aber naja. Es muss ja wohl seine Richtigkeit haben. So. Du als erstes. Ah, der hat halt trotzdem gar nicht so schlechte Stats, ne? Der hat echt keine schlechten Stats. Dafür, dass der so ein scheiß Level ist. Was? Boah, was? Das muss ich nochmal machen. Wie cool ist das bitte? 9000 Schaden. Das ist gar nicht mal so viel. Der ist halt auch richtig scheiß Level, ne? Was soll man machen, ey? Macht der Rest nicht Schaden? Ich glaube nicht. Nee, das ist einfach nur ein Schrei. Was? Ach, Quatsch. Ah, okay, und wenn ich beiße, dann werde ich die wieder sichtbar. Was ist, wenn ich nochmal 10 mache? Ich muss jetzt nochmal 10 machen. Kann ich das.
Recharging Attack, please wait. Okay, wo steht, wann das recharged ist? Hä? Los, kill sie alle! Ah, das ist ja mega cool, man kann sie einfach unsichtbar machen, aber ich weiß nicht, wann ich das wieder machen kann. Und ich krieg ganz schön auf die Nuss, merke ich gerade. Ah, nee, ich habe nur vorhin gelevelt, daran liegt das. Los, tu es! Kill sie alle! Oh Mann, ich krieg jetzt so viel von denen. So. Eine Million Leben oder mach ich noch Damage? Scheiß drauf. Sonst kommen wir ja zu nichts. Ah, es geht. Aber wäre das halt ein vernünftiges Level, wäre wahrscheinlich echt gut sogar. Ich habe gerade einmal aus dem Bildschirm rausgeklickt. Da war ich auf meinem zweiten Monitor. Aber schlecht ist er halt echt nicht. Ach du Scheiße, ich krieg halt so viel. Ich muss, glaube ich, echt die Raten wieder ein bisschen runterstellen, weil das ist echt zu hoch. Das wird ein bisschen laggy. Was? Der farmt Holz? Und kann ich mich jetzt wieder... Ja, kann ich. So, und jetzt will ich irgendeinem auf den Latz hauen. Mit C. Kann ich jetzt hier wieder einsetzen? Nein, kann ich nicht. Ich werde einfach wieder sichtbar. Ah, wie viel Holz der farmt. Guck dir das an. Hätte ich die mal auf Gewicht geskillt, das hätte man doch ja Biber werden können. Ich skill den auf Gewicht. Scheiß drauf. Der ist eh ein scheiß Level. Was soll ich machen? Das wird mein neuer Holzfarmer. Wie gut. Und was habe ich da gerade gekillt? Ich habe irgendeinen Generator bekommen? Und GPS und B-Move-Tore? Okay. Ja, kann man mal sich abholen. So, ich würde sagen, der hier wird wahrscheinlich eher irgendwo in der Ecke stehen und schön gucken. Aber unser Spino, ja, der ist halt auch... Warum habe ich so viel Unglück? Warum kommt da nicht einer Level 500 raus? Das wäre schon eine gute Sache gewesen. So. Spielesaal. Der hat schlechtere Stats als der Indominus. Der muss halt, wenn der High Level ist, echt richtig gut sein. Und was mache ich hier? Ach du Scheiße. Der macht echt weniger Schaden. Das heißt, der Doubles wäre halt echt richtig gut, wäre ein vernünftiges Level. Mann. Ich würde das so gerne ausprobieren, aber ich will halt echt nicht nochmal eine halbe Stunde da einfach rumstehen und nur E drücken. Das ist halt echt ein bisschen belastend. Es tut mir sehr sorry. Aber das muss ich ja wahrscheinlich sowieso nochmal machen, weil ich auch einen Petanodon und einen Frosch haben will. Und einen Sarko ja auch noch. Ach du Scheiße. Oder ich mache halt mehr Klonmaschinen. Klonmaschinen-DNA. Dinger da. Und dann mache ich die alle auf einmal. Das wäre halt eine Idee. Das wäre halt echt eine gute Idee. So, und jetzt gibt's hier richtig auf den Sack. Nachdem ich Damage geskillt habe. Aber wenn man halt nur noch von Extension nur so kennt, dass man 1000 Schaden macht, dann denkt man irgendwie, alles ist viel. Aber eigentlich ist das gar nicht so viel. In Arkham's Alive ist das echt gar nicht so viel. So, was wollte ich jetzt machen? Irgendwas wollte ich machen. Der ist halt echt schnell. Also ich wollte gucken, ob man den entwickeln kann, aber kann man nicht. Ich hoffe, da kommt noch was, dass man den in Prime entwickeln kann, weil dann muss ich echt einen richtig guten mehr ranholen. Ah, der wird aber langsam. Der ist halt echt nicht so... Fahre ich mit dem auch Holz? Nee, ich dachte schon. Alter, er ist halt übel schnell. Oh Mann, ich hätte so gerne ein gutes Level. Oh, hier ist unbedingt. Oh, hier ist eine Qualle. Hallo, Mr. Qualle, Sir. So weggesnackt. Was wir eigentlich machen könnten, theoretisch. Eigentlich ist das doch echt ein guter Schwimmer, oder? Ja, der ist... Oh Gott. Oh
Gott! Was war das? Eigentlich könnte man damit gut in den Cave gehen, wollte ich gerade sagen, aber der schwimmt viel zu schnell. Und ich wollte eigentlich nur diese Qualle mal essen da. Ah, das kriege ich gerade nicht hin. Ich würde sagen, ich mache mal kurz auf den Weg zum Cave und gucke, ob wir da noch kurz reinschwimmen können. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, irgendwas Caviges gefunden zu haben. Ich hoffe, dass er das ist, weil ich schwimme schon ein bisschen rum. Das sieht sehr danach aus. Das Komische beim Spino ist, wenn du rückwärts schwimmst, dann schwimmt er nach oben. Ich verstehe es nicht ganz. Und ich überlege gerade abzuspringen, weil sonst kriege ich hier nie die Kurven. Ah, ich glaube, der geht an die Oberfläche, oder? Da denke ich natürlich erst hinterher drüber nach. Oh, was? Wie cool sieht das hier denn aus? Wow. Wow, das sieht echt cool aus. Kann ich hier wohl irgendwie so durchkommen, ohne... Was? Da ist so eine Riesenkrake. Wie Level ist das? Dings, Bumster. Was hat mich angegriffen? Oh, die Krake anscheinend. Ich habe ein bisschen Angst, dass mich... Diese Quallen angreifen, weil dann werde ich wahrscheinlich runtergeworfen und dann habe ich, glaube ich, echt ein Problem. Hier sind einfach Mosas drin. Ist das ein Eifer? Ne, das war ein normaler. Oh, jetzt ist erstmal Lag des Todes. Das habe ich schon die ganze Zeit. Immer wenn ich die Mose abfarbe, dann habe ich erstmal Standbilder. Ja, sind ja auch nur 11.000 Leder, 12.000, 13.000. Ach du Scheiße, ich treffe das nie. Oh Gott, wo bin ich jetzt hier? Okay, der schwimmt zu schnell. Das ist problematisch. Etwas. Ach du Scheiße. Wieso? Und ich wurde runtergeworfen. Das ist auch problematisch ein bisschen. Spino? Du bist neutral? Du bist neutral. Okay, du kannst wahrscheinlich nichts dagegen machen. Das ist... problematisch etwas. Frisst Trankpike. Ja, was jetzt, hä? Kriegst du das hin, Spieler? Dann sind Plesios. Ich denke nicht, dass ich mich da so dran vorbei sneaken kann. Und ich denke nicht, dass ich meinem Spieler irgendwie helfen kann. Was soll ich machen? Als ob die. Spieler, komm schon, greif an. Einmal. Oh Junge, das sind doch so viele Viecher. Wir hatten so eine schöne Zeit zusammen. Ich lass dich zurück, mein Bruder. Oder auch nicht. Er hat hier was gekillt. Oh nein, er stirbt. Er ist blutig, oder? Sieht das nur so aus? Ich kann mich halt auch nicht rantrauen, oder? Was soll ich machen? Spino, Brudi. Komm, ich geb dir eine Regenerationspauschen, okay? Dann schaffst du das schon. Und ich skill nochmal Damage. Poison Eraser, bringt dir was? Ich weiß es nicht. Okay, mach weiter so. Irgendwie sehen die mich nicht. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Oh, er hat wieder was gemacht. Lass mich Ruhe. Du mich auch. Ihr mich alle. Ha, keine Chance. Du auch nicht, du auch nicht, du auch nicht. Wie viele seid ihr bitte? Okay, so, war's das? Nein, einer noch. Da hinten sind halt Plesios. Was soll ich denn machen ohne meinen Speedo? Ich will halt nicht geschockt werden von den Viechern da unten. Aber dann bin ich, glaube ich, auch raus. Egal, YOLO, komm. Komm schon, für dich, Spino. Ich tu's für dich, mein Engel. Also, es klappt ja. Klappt besser als erwartet. Ist der Spino raus? Lässt du mich jetzt echt alleine? Ich dachte, wir sind Partner. Spino? Da bist du ja.
Nein! Wo schwimmst du hin? Bleib hier, bleib hier. Bleib hier, bitte. Einmal kurz. Bitte. Oh. Ja, Leute, das war alles kontrolliert. So, so machen wir weiter. Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Hier, komm, verprügel die alle. Warum backt das denn auch so heftig rum? Ich bin ja dann immer da ganz... Ich schwimme einfach zu schnell, glaube ich. Ich habe ja jetzt auch schon wieder alles am Arsch. Was soll ich denn machen? Oh Gott, ich sehe halt gar nichts. Komm, töte einfach alles, okay? Oh Gott, ist das heftig. Ja. Töte einfach, okay? Alter, was ist denn hier im Cave los? Mit was soll man hier denn reinkommen? Hier sind ja so viele Mosas und alles. Ist das da hinten der Ausgang? Was greife ich jetzt schon an? Nur so ein Hai. Ich habe keine Ahnung, wo es dahin geht. Ich will mal weiter rein. Hier ist ja alle... Oh Gott. Was passiert hier? Ich werde anscheinend so ein bisschen geportet. Also ist mega gut, weil... Hier ist einfach ein Cave! Und auf was stehe ich da? Ach so. Ja, das hast du wohl so gedacht. Ey, das ist voll die lange Folge gerade. Das tut mir jetzt mega leid. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass das hier so ein Abenteuer wird. Ich dachte, hier kann ich eben mal so durch. Da unten ist das Artefakt. Ne, das ist so ein Drop, oder? Ach komm, lass mich doch hier hoch. Ich kann mich einfach nicht drehen. Oh Gott, diese Legs sind halt echt tödlich. So kann ich hier so hoch. Renn da hoch, renn da hoch. Da, anders. Oh Gott, ich sehe halt nur deine Seite und sehe gar nicht, wo ich hinlenke. Komm, geh da hoch, geh da hoch, geh da hoch. Oh Gott. Ich gehe gleich ohne dich hoch. Ich gehe ohne dich hoch. Du machst das schon. Erstmal, ich guck, was hier drin ist. Oh, ein Kaprosuchus-Saal. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Ah, du regelst. Oh, das ist noch ein Moser. Was ist hier denn los? Nee, nicht auf mich, ne? Du, ja, gut so. Level 1500? Was zum Teufel? Oh Gott, diese da hinter mir her. Ich will nur das Artefakt. Vielleicht kann ich hier sogar so durchrennen. Vielleicht kann ich hier sogar so durchrennen. Hallo, hallo. Darf ich mal durch? Zum Glück habe ich Movement Speed geskillt. Hallo Schnecken. Hallo Explorer Note, dich kann ich ja jetzt richtig gut gebrauchen. Geht's hier? Hier geht's nicht weiter. Okay. Weiter geht's. Ich will hier durch. Oh Gott. Hier geht's auch. Nee, wollte ich mich verarschen. Als ob es hier nirgends so weitergeht. Wo muss ich denn lang? Spino, du bist. Da oben geht's irgendwo weiter. Habe ich die ganzen Viecher noch auf Akku? Ach, ja, genau. Wow, nein. Was passiert hier? Ich weiß nicht, wo ich hin muss, verdammte Kacke. Okay, alles im Griff, Leute. So. Jetzt dahin. Jetzt hoffentlich ein bisschen wieder Kontrolle. Oh Gott, das ist so dumm. Was ich hier mache, ist so dumm. Ich dachte, das wäre ein bisschen einfacher. Wo bin ich denn jetzt? Okay, von da komme ich, glaube ich, sonst. Da muss ich jetzt mal... Nee, hier habe ich die Explorer noch... Ich bin verwirrt. Da muss ich ja hier rüber. Und wo geht's hier lang weiter? Nein, 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 nein. Ich weiß gerade echt nicht, wo ich bin, Leute. Und ich weiß, dass... Ja, Explorer Note, das war jetzt, was ich wollte. Oh Gott, schließ die Scheiße doch! Ihr wollt mich doch verarschen. Oh Gott, was mache ich hier? Du
Das war alles nicht so geplant. Ich dachte, das wäre alles voll einfach. Ich gehe einfach wieder ins Wasser. Hier sind Mosas, hier war ich noch nicht. Hier war ich echt noch nicht. Oh nö. Wie will ich hier bitte. Doch, hier ist ein toter Mosa. Hier war ich schon. Krankenvieh. Ich will einfach noch raus. Kann ich hier raus? Nein. Oh nein. Nein. Nein, 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 nein. Mama, hol mich hier raus. Ey, ich bin wieder bei Spino. Okay. Ich will jetzt irgendwie einmal eine Runde. Und ich glaube, ich werde das Artefakt so nie finden. Aber wie ich sage, ich beende hier die Folge, weil sonst schaffe ich das nie mehr. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Lasst mich in Ruhe. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag und tschüss.